Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute, ja, buchstabiere ich mit Büchern meinen Namen. Wir könnten ihn natürlich auch tanzen, aber ich fand die Idee von Juli richtig cool. Ich packe ihr Video mal unten in die Infobox. Und ja, wir gehen jetzt einfach so ein paar Bücher. Ich habe hier 8 Bücher neben mir stehen, denn Steffi ist natürlich nur die Abkürzung von Stephanie. Und ja, habe jetzt hier eben die Bücher da liegen, die ganz unterschiedlich sind. Ein paar Sachbücher, Unterhaltungsbücher, Fantasy, ja, alles Mögliche an Büchern, die mir im Bücherregal so über den Weg gelaufen sind und eben auch zu meinem Namen passen. Ich plane wahrscheinlich tatsächlich dann für den Donnerstag, mal sehen, ob ich das vielleicht dann jetzt zeitnah auch noch gedreht bekomme, eine Stephen King Edition, und zwar mit den Buchtiteln eben von Stephen King. Deswegen findet sich jetzt hier gar kein King wieder, weil ich alle Bücher, die irgendwie was mit meinem Buchstaben zu tun haben, dort im Grunde, ja, bearbeiten möchte oder verbrauchen möchte oder, ja. Die Bücher findet ihr dann auch unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal schauen, wenn euch die Bücher näher interessieren. Aber ich glaube, wir starten jetzt einfach mal mit dem S. Und zwar habe ich Size von Neil Schusterman hier mir ausgesucht, weil das definitiv eine Buchreihe ist, die mich sehr, sehr begeistert hat, die mich total fasziniert hat. Eine Dystopie, wie ich sie wirklich großartig fand. Ich selbst habe sie ja gehört, gar nicht selbst gelesen, außer den zweiten Teil, glaube ich, der sogar signiert ist, wenn ich mich gar nicht täusche. Aber es ist, glaube ich, der dritte Teil, den ich in Händen halte. Nein, genau, den hat er signiert. Ja, Neil Schusterman auf der Leipziger Buchmesse. Ja, sehr schön. War ein sehr schönes Treffen, war wirklich ein total charismatischer Mann, der, ich schweife hier ab, der aber wirklich eine ganz tolle Aura hatte. Aber gut. Ja, in Size sind wir irgendwo in der Zukunft. Es gibt den Tod nicht mehr. Alle Krankheiten sind im Grunde geheilt. Die Menschen können unendlich alt werden. Gäbe es eben nicht die Gilde der Size, die trotzdem dafür sorgen, dass eben ja, immer mal Menschen diese Welt, diesen Planeten verlassen müssen, weil sonst hätten wir natürlich auch ganz schnell eine Überbevölkerung. Und wir haben hier eben einen Size, der 2 Jugendliche nimmt zur Ausbildung. Und zwischen den beiden bildet sich dann auch so ein bisschen ein Wettstreit. Zudem werden sie dann eben auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt in der weiteren Verlauf der Geschichte. Und man merkt recht schnell, dass so eine schöne Vorstellung von Unendlichkeit und ewiges Leben und immer gesund dann aber doch, wenn sie irgendwie von oben diktiert wird, ja, nicht irgendwie das schönste Leben ist. Sprachlich hat mich diese Trilogie wirklich total umgehauen. Also es war wahnsinnig packend, wahnsinnig toll von der Sogwirkung her, von diesem Szenario, was gezeichnet wurde, auch von diesem allwissenden, ja, dieser künstlichen Intelligenz, die im Hintergrund noch mitspielt. Also das fand ich wirklich großartig. Fand ich richtig, richtig toll. Wird definitiv irgendwann auch mal gereadet, beziehungsweise kommt die aufs Ohr. Weil gesprochen wird sie vom Synchronsprecher von Sean Bean. Und dann hat man eben das Gefühl, Boromir oder Ned Stark liest einem eine Geschichte vor. Also fand ich ganz, ganz toll. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, das nächste Buch ist schon ein ganzes Weilchen her, dass es gelesen wurde, hat aber nichts an Kraft und Erinnerungsvermögen mit gewissen Szenen in meinem Kopf. Ja, im Grunde sind die nicht verblasst. Und zwar Terror von Dan Simmons. Ja, damals hat der Thorsten immens davon geschwärmt, überhaupt von den Dan Simmons Büchern. Ich glaube, ja, 2 weitere sind auch als Highlights weiterhin in meinem Regal. Bei Terror begleiten wir eben das, ja, benannte Schiff zu Zeiten 1845. Genau, und wir sind unter dem Kommando von John Franklin, und der führt die Terror und die Erebus, das waren Schwesternschiffe, eben auf die legendäre Nordwestpassage. Und diese Reise gab es ja wirklich, also es gab die Terror und die Erebus wirklich, sie sind aber nie an ihrem Ziel angekommen. Und mit den modernsten Mitteln, die man jetzt eben hat, oder vor einiger Zeit hat, hat man die beiden Schiffe eben gefunden. Und Dan Simmons schafft es eben, die Fakten der damaligen Zeit, was da auch wirklich passiert ist, mit Fiktion zu füllen. Denn was ist denn mit den Passagieren geworden, mit der Besatzung geworden? Was könnte da dahinter stecken? Und das macht er unglaublich spannend, düster, atmosphärisch und sehr beklemmend. Also wenn man sich diese Kälte vorstellt, und wir haben das damals, glaube ich, im Januar oder Februar gelesen, da hatten es hier minus 20 Grad und hier drin wird irgendwas von minus 40, minus 50 Grad beschrieben. Und was da, also was da auch in den Menschen, in den Männern vorging, auch in den Daheimgebliebenen und so weiter. Also das war, ja, hier stürmt es gerade ganz schön. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr. Ja, war
faszinierend zu lesen. Habe danach auch einiges noch über die Terror und die Erebus recherchiert, Dokumentationen angeguckt und auch die gleichnamige Serie dann auf Amazon Prime. Und die fand ich auch Hammer. Also die erste Staffel, zwei Staffel habe ich nicht gesehen. Die fand ich wirklich großartig umgesetzt. Also es hat viel, viel rübergebracht, was da eben ja passiert sein könnte, und fand ich richtig toll. Also ein bisschen Fiktion meets Historik und ja, super viel Spannung und war richtig, richtig gut. Für das E habe ich mir Eat, Pray, Love ausgesucht von Elizabeth Gilbert, weil das ein Buch ist, das ich schon einige Male gelesen und auch gehört habe und immer wieder faszinierend und ja, wirklich motivierend finde. Also Elizabeth Gilbert schreibt hier ihre Geschichte auf, dass sie sich in ihrer Ehe nicht mehr wohlfühlt, eingeengt fühlt und dass sie dann eben auf Reisen geht und sie fliegt nach Italien zum Essen. Ich weiß gar nicht, wo hat sie gebetet? in einem Ashram in Indien zum Beten und dann ja, findet sie ihr Glück auf Bali, also auch eine Liebe. Und das beschreibt sie hier sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr echt. Wir sind sehr tief in den Gedanken von Elizabeth Gilbert dabei, die nicht nur die schönen Seiten sozusagen zeigt, sondern eben auch einfach so sich selbst sehr gut reflektiert und widerspiegelt und auch so ein bisschen damit natürlich uns anderen Lesern sozusagen auch. Also welche Gedanken hat sie, welche Zweifel, was sagt die Gesellschaft, wie wir leben sollten, was wir essen sollten, wie wir aussehen sollten, welche Kleidung wir tragen sollen und das überträgt sie halt so ein bisschen hier rein, erzählt uns von Freundschaften, die sie schließt, von Eindrücken, die sie macht, von Dingen, die sie vielleicht wieder machen möchte oder eben auch nicht. Ein ganz, ganz tolles Buch, was mir immer wieder sehr viele Impulse gibt, sehr viel Kraft gibt und was ich wirklich so alle 2-3 Jahre sehr gerne lese und ich glaube auch im letzten Jahr gelesen habe und mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, noch eine Frau, die mich sehr begeistert hat, ist Gesa Neitzel und mit ihr bringe ich den Buchstaben S für Frühstück mit Elefanten. Ein Buch, was mich damals wirklich unglaublich begeistert hat, was ich mittlerweile auch einmal gereadet habe und ich einfach ein großer Fan bin. Nicht nur, dass ich ein Afrika-Fan bin oder ein Tierfreund oder auch ein Safari-Freund und das ja auch schon einmal in meinem Leben gemacht habe. Nein, wir haben hier wirklich Gesa Neitzel, die ich glaube ursprünglich ganz normalen Job hatte, wenn ich mich nicht richtig erinnere, und den dann irgendwann hinschmeißt. Und dann eben nach Afrika geht, um dort Rangerin zu werden. Und man kann sie nach wie vor auf Instagram auch verfolgen, kann so ein bisschen ihre Touren sehen, kann so sehen, was sie sieht, was sie erlebt. Es gibt ein zweites Buch von ihr, was ich auch gelesen habe, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. The Wonderful World oder Life Wonderful? Ah, ich sehe es gerade nicht. Oder Wild. The Wonderful Wild. Ja, das sie jetzt, glaube ich, auch erst vor 2 Jahren oder so herausgebracht hat. Und hier zeigt sie uns aber nicht die Weitergeschichte von Frühstück mit Elefanten, sondern geht so ein bisschen auf das Thema Achtsamkeit ein, Umweltschutz, Tierschutz und wie das so zusammenhängt und fand ich ganz, ganz toll. Ich habe gesehen, dass es irgendwie jetzt ein Barbecue-Buch, glaube ich, von ihr im Sommer gibt und im Herbst, Winter, ich weiß nicht, ob es Oktober, September war, dass da ein weiteres Buch von ihr gibt, wo sie wahrscheinlich auch über die Beziehung zu ihrem Partner, den sie eben dort auch kennengelernt hat im ersten Buch, dass sie da ein bisschen was vertieft. Zumindest scheint es so vom Cover, dass das wieder ein echtes Buch, vielleicht tatsächlich so eine Art Nachfolger von Frühstück mit Elefanten ist. Ja, sie erzählt uns hier eben wirklich das Leben der Rangerin, wie sie das geworden ist, auf was man achten muss, wie es ist, mit Touristen umzugehen, mit Einheimischen, mit den Konflikten, die es vor Ort gibt, mit den Tieren. Und wir sind da wirklich sehr, sehr nah dabei und das fand ich großartig, weil sie uns im Grunde ähnlich wie bei Urban Fantasy, sie ist eine von uns und entführt uns in eine neue Welt und das hat mir hier unglaublichen Spaß gemacht und zudem ist Gesa Neitzel auch eine super sympathische junge Frau, der ich auch gerne auf Instagram folge und immer mal so ein bisschen was erhasche und da wirklich happy bin, wenn man mal ein neues Bild und sowas sieht und auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch. Dann kommt das A. Und hier habe ich mich für ein Buch von Jackie Felgut entschieden, weil sie einfach zu einem meiner Lieblingsautorinnen gehört. Und zwar Auf der Suche nach dem Glück. Also ich stand tatsächlich vor meinem Jackie-Regal, das ja, ich glaube, hier hinter mir ist, und habe überlegt, welches Buch passt irgendwie zu meinem Namen.
Und da musste ich feststellen, dass es gar nicht so viele Bücher gibt und habe mich dann für Auf der Suche nach dem Glück entschieden. Es ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ein mittleres Buch, sag ich mal, von ihr. Also im Sinne der Erscheinungen, ganz wohlgemerkt. Für mich sind alle Jackie-Bücher wirklich von sehr gut bis Highlight und immer wieder unterhält sie mich wirklich ganz hervorragend. Und wir befinden uns hier im winterlichen New York City, was schon mal eine ganz coole Kulisse ist. Und wir haben Holly, richtig, die ja hier einen Job im Coffeeshop, einen Job angeboten bekommt. Und ja, sie soll jetzt hier den Sohn des Chefs so ein bisschen züchtigen und ihm Tiefgang beibringen. Und gleichzeitig haben wir Rick, genau, das war der verwöhnte Sohn. Und ja, der soll sein Leben ein bisschen umspinnen und mal den Reichtum aufgeben, mal so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, die Frauengeschichten sein lassen. Und die beiden treffen dann aufeinander und das wird auf jeden Fall sehr humorvoll, aber auch sehr emotional. Und es war, ja, es ist eine wunderbare Liebesgeschichte über große Träume, kleine Wahrheiten und aufrichtige Gefühle. Und bei Jackie ist es immer wieder so, dass man Charaktere trifft, die sich echt anfühlen, authentisch, die auch wirklich handeln, als ja, wären sie dem wahren Leben entsprungen. Und man hat immer das Gefühl, als wäre man ein Teil der Geschichte und als würde uns die Protagonistin, der Protagonist die Geschichte bei einem schönen Kaffee erzählen. Und hier driften wir dann auch noch ins wunderbare New York City ab. Sind wir ja öfter bei Jackies Büchern, weil sie auch diese Stadt so super liebt und ja, uns da immer wieder so ein bisschen ihre Eindrücke zeigt. Und ja, tolle Bücher von Jackie und passen zu meinem Namen Auf der Suche nach dem Glück. Bei N, muss ich sagen, gibt es so einige Bücher, die ich spannend gefunden habe, aber eigentlich, es blieb gar nichts anderes übrig. Es musste Nevernight sein von Jay Kristoff. Und ich glaube, ich habe im letzten Jahr so, so viel über die Bücher geschwärmt und ich kann es auch immer wieder tun. Also diese Geschichte unserer Assassinin Mia Covere, so rum, den Nachnamen spricht man so selten aus, die ihre Familie verliert, die sich dann zur Assassinin ausbilden lässt, die Rache möchte und danach dürstet und gleichzeitig so ein bisschen anders ist als andere, nämlich auch diese Schattenmagie beherrscht und unter anderem dann eben auch eine ja, Schattenkatze hat und ja, da gewisse Dinge in Bewegung bringt in ihrer Zeit, in ihrem Land und um sie herum und ja, sie hier auf den Weg begleiten. Es war großartig. Also wir haben ja die drei Hörbücher gehört, wahnsinnig gut vertont von Stefan Frank. Da kommt dann Stefan Frank? Robert Frank. Nein, er hat leider nichts mit meinem Namen zu tun, Robert Frank. Einfach großartig. Von dem Humor über die Düsternis, über diese packende Geschichte. Alleine, was da oftmals in ein, zwei Leseabständen passiert ist, das füllt bei anderen Autoren ein ganzes Buch. Und Jay Kristoff erzählt das hier wahnsinnig schnell in einem ganz tollen Tempo, bleibt trotzdem bildhaft, bleibt nah an den Charakteren und man fiebert so mit, man fiebert so entgegen und ich fand das toll. Ich mochte auch die derbe Sprache, ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich mochte unglaublich den trockenen Humor, der so ganz auch meinem entspricht und das fand ich echt Hammer. Also ich habe so viel mitgefiebert, aber auch geschmunzelt. Ich fand auch die Fußnoten großartig, allein wie die auch betont wurden und ganz großartig waren dann im Band 2 und 3 gibt es das Personenregister. Ich glaube, das müsste jetzt ja der erste Band sein. Genau, da gibt es das, glaube ich, nicht. Und das waren, glaube ich, die unterhaltsamsten Personenregister, die ich je gelesen bzw. gehört habe. Also, Jay Kristoff, großes, großes Kino. Ich freue mich jetzt auf die weiteren Bücher. Ich habe noch Aurora erwacht hier, was ja eher Science-Fiction ist als Fantasy. Aber freue mich jetzt auch auf sein Buch, was im Mai erscheint und was da alles noch so ein bisschen kommen wird. Wobei, ich glaube, das ist ja dann eine alte Geschichte, die jetzt nur dann ins Deutsche aufgelegt wurde, wenn ich mich nicht täusche. Ja, dann haben wir noch ein I und da habe ich, ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, seine Reise auf dem Jakobsweg und auch dazu muss ich, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. So oft schon gelesen und gehört, vertont von ihm selbst, einfach nur großartig. Also wie er uns das vermittelt, dieses Pilgern auf dem Jakobsweg, wie er Menschen begegnet, wie er Menschen beobachtet, was er wahrnimmt, was das in ihm auslöst, wie sich seine Gedanken vom Anfang zum Ende der Reise verändern, einfach nur großartig. Und ich glaube, Harpe Kerkeling hat so viele Menschen für diese Pilgerreise begeistern können und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Prozent der Deutschen tatsächlich nur auf dem Jakobsweg laufen, weil sie eben dieses Buch in der Hand hatten. Und ja, auch mir gibt es immer mal so den Antrieb, einfach mal loszulaufen und weit zu laufen. Und spätestens seit dem letzten Jahr, wo ich auch wirklich dieses Wandern für mich entdeckt habe, kann ich einfach bestätigen, was Laufen im Kopf mit einem macht.
Und ja, also er begeistert mich. Es ist humorvoll, es ist gefühlvoll, er hat viele ernste Gedanken, aber erzählt uns auch so ein bisschen was aus seinem Leben. Und das trägt wirklich dieses Buch richtig, richtig toll. Und ich kann auch wirklich nur die Vertonung empfehlen, die eben von ihm selbst gesprochen ist. Richtig toll und macht unheimlich Spaß. Und dann musste natürlich auch ein Buch meiner zweiten Lieblingsautorin mit in meinen Namen, und zwar die liebe Adriana Popescu. Und ich habe hier ein Lächeln, sieht man auch im Dunkeln, aus dem letzten Jahr. Ihre Jugendbüchern ist, wie gesagt, im letzten Jahr erschienen und habe ich zusammen mit der lieben Anka gelesen. Und das war ein Wahnsinnsbuch. Also ich bin überhaupt vom Stile von Adriana immer wieder begeistert. Ganz egal, ob es ein Liebesroman ist, ob es ein, ja, ein Jugendroman ist, ob es ja irgendwie so ein lebensbejahendes Buch ist, wie Lieblingsmomente zum Beispiel. Ja, ich bin immer wieder angetan von, wie sie schreibt, auch ihre Kurzgeschichten, 0711, Love Stories. Ich mag das. Ich mag die Art, wie Adriana die Welt sieht, wie sie uns erzählt. Ich mag ihren Humor, ich mag diese Popkultur, die sie hereinbringt. Ich finde es toll, wenn sie über Filme da drin spricht, wenn sich ihre Protagonisten über Filme, Serien, Musik austauschen. Und ich bin da immer mit dabei. Und bei das Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln, hat sie ja auch die Gedankenreise, das Gedankenspazieren so ein bisschen erfunden. Also einen Namen dafür gegeben, was man vielleicht selbst sehr häufig macht. Und das fand ich einfach toll. Und wir haben hier eben drei Jugendliche, ja, die eigentlich schon etwas verbindet, aber sie doch ein bisschen unterschiedlich sind. Und wir haben einen Jungen, der unter Panikattacken leidet. Wir haben einen, der so ein bisschen ja, schlechte Erfahrungen gemacht hat, kriminell ist, an eine neue Schule kommt, dort von der Schwester so ein bisschen ins Herz geschlossen wird und sich da eine Freundschaft entwickelt und die füreinander einstehen und die so viel füreinander sind. Und ja, das hat Adriana ganz, ganz großartig gemacht. Also wirklich auch sehr emotional, sehr echt, sehr authentisch und auch irgendwie so ein bisschen schonungslos und wie das Leben eben auch einfach sein kann, ohne es zu beschönigen. Und trotzdem gibt es eben die Hoffnung, denn man sieht ein Lächeln eben auch im Dunkeln. Und das schafft sie bei all ihren Büchern. Also es gibt wunderbarste Momente in ihren Büchern und immer wieder begeistert mich Adriana und ich freue mich schon so auf das neue Buch jetzt dann auch im Herbst, was schon angekündigt ist und ja, bin da frohen Mutes, dass wir noch ganz viele Bücher von ihr lesen werden und auch so ist Adriana eine super sympathische, also auch ihr folge ich zum Beispiel auf Instagram und bin da super gerne auch in den Stories dabei und bei Molly und ja, also ja, manchmal bin ich auch eine kleine Stalkerin. Ja, und das waren sie jetzt, die Bücher, die meinen Namen buchstabieren. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Bücher, die euren Namen buchstabieren. Es darf sich gerne jeder irgendwie angesprochen fühlen, in einem Videoformat mitzumachen oder natürlich auch jeder, der Lust hat, in den Kommentaren vielleicht da einfach mal den Namen buchstabieren und einfach mit zwei, drei Sätze zu den Büchern erzählen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Lasst uns da gerne ein bisschen den Austausch gehen. Auch, ob ihr vielleicht eins der Bücher schon kennt und auch ein bisschen mitschwärmen wollt, dann ja, lasst uns das gemeinsam in den Kommentaren tun. In der Infobox findet ihr alle Bücher und auch weitere Infos. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.